Herzlich willkommen zur 9. AZK. Am 23. November 2013 war es soweit. An die 2500 Gäste reisen von nah und fern an. AZK, Anti-Zensur-Koalition. Die zurzeit europaweit größte Plattform für unzensierte Informationen ging in die 9. Runde. Referate von hochrangigen Fachpersonen, vielfältiges Kulturprogramm, interessante Informationen und ein reichhaltiges Buffet erwarteten die Gäste. Für alle, die nicht dabei sein konnten, demnächst werden die Kunstbeiträge und Referate für Sie auf unserer Internetpräsenz www.anti-zensur.info zugänglich gemacht. Wir bitten aber noch um etwas Geduld. Die Nachbearbeitung im Schnitt und Abklärung des Rechtsdienstes erfordern noch etwas Zeit. Für Interessierte aber schon mal vorweg ein Einblick in die Zurüstungs- und Nacharbeit einer solchen Veranstaltung. Nur dank dem Engagement von Hunderten von ehrenamtlichen Helfern kam auch in diesem Jahr ein solches Event zustande. Um einen reibungslosen Ablauf besorgt sind Helfer allerorts. Bei Parkplätzen, bei der Sicherheit, Verköstigung und vielem mehr. Ein spezielles Erlebnis für sich. Aufbau mit Groß und Klein in nur 1,5 Stunden am Abend davor. Und entsprechend rasantem Abbau nach der Veranstaltung mit Helfern und vielen Gästen des Tages. Doch auch während des Tages läuft hinter den Kulissen so manches. Zum Beispiel Übertragung der Veranstaltung mit Live-Cut, 6 Großleinwänden, 16 Kameras, gleichzeitige Verarbeitung des Filmmaterials, 3 Fernübertragungen und viele interessante Interviews. Simultanübersetzungen in 9 Sprachen, Infotische, Bücher und Datenträger liegen offen bereit. Künstler- und Musikerproben hinter und auf der Bühne. Und vieles mehr. AZK macht der Bevölkerung wieder möglich, kompetente Gegenstimmen zu vorherrschenden Meinungen zu hören. Ein Dank an alle Helfer, die durch ihren Einsatz eine solche Multithemenkonferenz überhaupt möglich machen. Ein Beweis, dass es sich auch heute noch wirklich lohnt, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Also bleiben auch Sie dran. Bald kommt der Blick vor die Kulisse mit den Referaten der 9. AZK. www.anti-zensur.info